Hallo BVB-Fans, viel Spaß im Feiertag-Magazin mit Nobby und Midi. Letzte Station des Auswärtsmarathons. Borussia fährt nach Hannover. Nächste Runde im Pokal. BVB zieht souverän ins Achtelfinale ein. Und erstes Mal Maximilian Philipps Premiere im Feiertagsmagazin. Hallo und herzlich willkommen zum Feiertagsmagazin. Das letzte der vier Auswärtsspielen steht am Wochenende auf dem Programm. Wir müssen nach Hannover zu den 96er reisen. Die Jungs sind wirklich ordentlich in die Saison gestartet, mussten allerdings diese Woche im Pokal die Segel streichen. Ganz im Gegensatz zu uns. Der 5:0-Sieg im DFB-Pokal bei Magdeburg. Das ersehnte schwarz-gelbe Erfolgserlebnis. Auch wenn nur gegen einen Drittligisten gewonnen wird, es ist die richtige Antwort auf einen bis dahin tristen Oktober. Zum Abschluss des Festivals der Auswärtsspiele geht es nun zum starken Aufsteiger Hannover. Mit dem Rückenwind aus Magdeburg sollte der vierte Auswärtssieg in der Liga gelingen, damit der BVB bleibt, wo er ist, an der Tabellenspitze. Ja, da wollen wir natürlich möglichst lange bleiben und das möchte sicherlich auch mein heutiger Gast, den ich ganz herzlich begrüße, Maximilian Philipp, Milli. Magdeburg war das dritte Auswärtsspiel innerhalb einer Woche. Wie hast du die Reisestrapazen weggesteckt? Ja, bis jetzt ganz gut, muss ich sagen. Ich habe es mir sogar noch ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ist natürlich stressig. Jetzt heute geht es direkt weiter mit der nächsten Auswärtsfahrt. Dann sind die Auswärtswochen erstmal abgeschlossen. Aber waren jetzt nicht so erfolgreich, wie wir uns vorgestellt haben, aber trotzdem war es jetzt wichtig, dass wir in Magdeburg gewonnen haben. Ja, morgen dann die letzte Runde des Auswärtsmarathons, so kann man ihn ja wirklich nennen. Es geht nach Hannover. Was wollt ihr aus den letzten Partien mitnehmen und was wollt ihr besser hier zu Hause lassen? Ja, natürlich haben wir gesehen, dass wir viele Torchancen hatten. Das sollten wir beibehalten, dass wir uns so viele Möglichkeiten rausspielen. Wir müssen defensiv noch ein bisschen mehr machen. In Frankfurt war es zu viel, was wir zugelassen haben. Das darf so nicht sein, sonst kann es vielleicht noch schlimmer ausgehen. Aber sonst, offensiv machen wir es gut, defensiv müssen wir noch ein bisschen kompakter sein. Viele Chancen, du hast recht, ne? Viele, viele Chancen. Ja. Auch zu viele Chancen liegen lassen, jetzt insbesondere in Frankfurt. Dann hätte das Spiel auch anders ausgehen können. Ja, aber so ist das halt manchmal, wenn man im Strudel drin ist, dass man gerade keinen guten Lauf hat, dann kommen so eine Ergebnisse zustande. Ja, jetzt in Magdeburg, der Erfolg war wichtig, der gibt wieder Rückenwind. Das Positive daraus ziehen und die nächsten Punkte in Hannover holen. Jetzt geht's weiter mit dem Fragenkonter. Ich stelle dir kurz 5 Fragen und du antwortest auch kurz, was dir spontan dazu einfällt. Der Weg von Freiburg nach Dortmund ist? Lang. Die Nummer 20 bedeutet für dich? Nicht viel. Der Signal Iduna Park ist? Das Herz der Stadt. Der Titel mit der U21? Ist mein größtes Erfolgserlebnis. Dein erstes Tor beim BVB? Unbeschreiblich. Ja, das erste Tor ist immer ein ganz besonderes. Und da kann es auch schon mal passieren, Milli, dass man den Überblick verliert. Der Start beim BVB etwas holprig für Maximilian Philipp. Aber nur was den Torjubel angeht. Ansonsten ist Milli ein echter Volltreffer für die Borussia. In der Liga bisher in jeder Partie im Einsatz und dabei immer brandgefährlich. Nach Ober der zweitbeste Scorer im Team, der drittbeste in Deutschlands Eliteklasse. 5 Treffer plus 2 Vorlagen, es läuft für den Offensiv-Allrounder. Und das Jubeln klappt mittlerweile auch schon deutlich besser. Da haut ihn so schnell nichts mehr um. Ja, da sind wir wirklich froh, dass da nichts passiert ist beim Jubeln am Anfang. Bist du jetzt ein bisschen vorsichtiger bei deinen Jubelläufen? Ich schaue schon hin jetzt, ob irgendwo ein Gegenstand ist. Nein, Quatsch, das war ein bisschen unglücklich. Hab mich halt riesig gefreut, hab halt
mich auf andere fokussiert und nicht, was halt vor mir ist. Das ist einfach so, wenn man ein Tor schießt. Ist ja auch schön, dass es so ist. Ja. Die Jungs haben was zu lachen. Es läuft ja wirklich sehr, sehr gut für dich. Bei deinem neuen Arbeitgeber bei Borussia Dortmund. Der Kicker hat dir im letzten Check eine 1- gegeben. Was würdest du sagen, fehlt noch zu einer glatten 1? Ja, natürlich kann man sich überall verbessern. Ich denke, ich hatte jetzt auch einige Spiele, die nicht so gut waren. Ich muss auf jeden Fall konstanter bleiben mit meinen Leistungen. Nicht immer ein gutes Spiel und ein schlechtes Spiel, sondern konstant ein gutes Niveau erreichen. Ich bin noch jung, deswegen muss ich daraus noch lernen und mich auf jeden Fall daran verbessern. Du fackelst ja auch nicht lange vor dem Tor, einfach rein, Tor, fertig, abdrehen. Das war früher nicht unbedingt immer so, da warst du viel uneigennütziger. Da hast du den Ball immer noch abgespielt. Ja, Herr Streich hat mich gelehrt, auch mal selber den Abschluss zu suchen, weil ich halt eben zu uneigensinnig bin, obwohl ich eigentlich eine ganz gute Schusstechnik habe. Das durchaus. Ist ganz okay. Jetzt weiß ich, sie zu nutzen. Versuche mich öfter in Abschlussposition zu bringen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, auch aufs Tor zu schießen. Natürlich sehe ich auch noch den besseren Mann. Da spiele ich dann natürlich auch ab, keine Frage. Ich bin kein eigensinniger Spieler und es geht mir nicht darum, dass ich die Tore mache, sondern Hauptsache der Ball ist drin. So war ich früher auch. Ich habe auch fast jeden Ball vorm Tor nochmal abgegeben. So, jetzt ist es an der Zeit, zur Rubrik Sag doch mal zu wechseln. Und da haben wir jemanden gefunden, der Milli gut kennt und der ihm gerne einmal eine Frage stellen möchte. Milli, mein Freund, kennst mich ja. Ich habe immer schöne Fragen an dich. Und wir hier, die Jungs vom SC Freiburg, waren ja jeden Tag für dich auf der Suche nach der perfekten Frau. Denn ein perfekter Mann wie du braucht eine perfekte Frau. Und von daher waren wir leider 2-3 Jahre hier nicht fündig für dich und wollten dich fragen, wie willst du es in Dortmund angehen? Wie willst du für die Frau fürs Leben finden? Beziehungsweise, was macht dich so sicher, dass du sie dort findest? Wir drücken dir die Daumen und wenn du sie hast, bring sie mit nach Freiburg und stell sie uns vor. Toi, toi, toi. Sehr schön, oder? Das ist so eine Ratte, ehrlich. Der wird nur so. Guter Typ. Super Typ, ja. Nils, sehr witzig. Ein Vorbild auf jeden Fall. Nils Petersen, macht immer Tore, ne? Ja, aber nicht nur auf dem Platz, sondern halt auch neben dem Platz. War sehr wichtig für die Mannschaft. Er hat jetzt oft als Joker agiert. Hat trotzdem seine Tore gemacht. Ich glaube sogar die meisten. Ich mag ihn als Typ super. Haben auch ab und zu noch Kontakt. Frecher Spruch, wie man hier sieht. Aber da muss man dir auch die Frage noch beantworten. Ne? Wie willst du in Dortmund die Frau fürs Leben finden? Er muss ja was hören, ne? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich suche nicht. Ich schaue halt, was sich ergibt. Bin da ganz spontan, bin offen und ehrlich. Deswegen lasse ich da alles auf und mich zukommen. Ganz toller Junge. Ehrlich. Ist so. Ja, es ist aber nicht das erste Mal, dass ihr euch so auf die Schippe nehmt. Wie ist denn da die Vorgeschichte? Gibt es da eine? Ja, die Vorgeschichte. Gute Frage. Ich weiß gar nicht, ob es mal war, dass Nils das neue Freiburg-Trikot damals hochgeladen hatte mit einem neuen Sponsor. Das hatten wir für einen Spieltag an. Und ich habe ihn sehr höflich darum gebeten, beziehungsweise ein bisschen auf den Arm genommen, ob er mich noch kennt, weil ich ihn beim Training bewundere und weil ich mir sehr viel von ihm abschaue und weil er mein absolutes Vorbild ist, ob ich vielleicht auch mal ein Trikot von ihm bekomme. Dann kam es halt zustande und dann waren ein paar kleine Nicklichkeiten, ne? Mal sein Auto weggefahren oder so ein paar kleine Streiche. Ach, schön. Ein paar Unterhosen in der Tiefkühltruhe versteckt. Großartig. Also die Scherze, die man so macht, ne? Ja, eben. Mit wem bist du hier bei uns besonders befreundet? Gibt es so einen, wo du sagst, mit dem verstehe ich mich besonders gut? Ja, eigentlich verstehe ich mich mit allen ganz gut. Also ist halt wie so eine große Familie, kommt rein, man quatscht halt miteinander. Mit Roman kenne ich halt noch von früher. Mit dem habe ich ein bisschen mehr zu tun. Jule ist ja auch fast mein Alter.
Und alles super Jungs. Alles, ja, also wirklich. Also ich habe auch das Gefühl, du hast echt Bock und Spaß, hier Fußball zu spielen, ne? Ja, brutal. Also es macht auf dem Platz Spaß, in der Kabine haben wir Spaß, auf den Auswärtsfahrten. Es gibt immer was zu lachen, deswegen super Truppe. Ja, dann drücken wir natürlich die Daumen, dass du weiter so erfolgreich bist. Aber fast noch wichtiger ist, dass du nicht verletzt wirst. Dann haben wir alle gemeinsam viel, viel Spaß. Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen. Beim Backgammon haben wir ja schon gegeneinander gespielt, da habe ich ja gewonnen. Also knapp. Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Spiel. Das heißt, schwarz oder gelb. Wir bekommen drei Szenen eingespielt. Das Bild wird angehalten. Und dann müssen wir entscheiden, was passiert. Ich zähle runter, 3, 2, 1 und dann halten wir die Karten hoch. Ich habe keine Ahnung. Was ist schwarz, was ist gelb? Das wirst du gleich sehen, das können wir ablesen. Ach so. Ich drücke dir die Daumen. Okay. Jedenfalls ein bisschen. Drei, zwei, eins. Oh! Christian Wörnt. 1-0 für Norbert. Drei, zwei, eins. Das war Frank Mill. Der macht ja so Dinger. Der ist ja auch mal Torwart. Mhm. Ist hinterm Torwart, der hat einen Ball aus der Hand geköpft. Frisch. Ja, Willi, ich würde es mal so sagen, läuft nicht so richtig gut für dich. Ne? Das ist nicht mein Spiel. Herrlich turnt. Torwart tanzt. 3, 2, 1. Sehr schön. Ja, da sieht man den Zwischenstand. 18 zu 14 für... Ich führe. Danke, Milli, dass du dazu beigetragen hast, dass ich weiter davonziehen kann. Jetzt machen wir noch ein wunderschönes Selfie. So, das dauert jetzt ein Momentchen und wir schauen uns jetzt kurz etwas an, weil Milli war diese Woche schon einmal vor der Kamera. Milli wird nämlich in der übernächsten Ausgabe der Echt, das ist das Spiel gegen die Bayern, zu sehen sein. Das dazugehörige Fotoshooting fand diese Woche im Football Naut in Brakel statt. Da wurde aber so richtig aufgefahren, unter anderem eine Nebelmaschine. Das Ergebnis könnt ihr dann in der übernächsten Ausgabe unseres Stadionmagazins bewundern. Die müsst ihr euch holen. Okay, das Bild ist fertig. Es ist vielleicht ein bisschen hell geworden. Vielleicht, weil wir helle Köpfchen sind. Der war gar nicht schlecht, ne? Der war nicht schlecht. Und am Ende des Jahres werden wir alle Bilder von meinen Gästen in ein Bild vereinen und das dann zugunsten unserer Stiftung versteigern. Traurig endet allerdings das heutige Feiertagsmagazin, denn heute Morgen ist unser Hobby Kurat gestorben. Viele, viele Spiele für unseren BVB bestritten. Ein ganz besonderer Mensch, war im Ältestenrat. Und wir sind natürlich alle sehr, sehr traurig. Und deshalb gibt es jetzt nach der Verabschiedung noch ein paar Bilder von unserem Hobby. Wir wünschen euch trotz alledem ein schönes Wochenende. Euch 3 Punkte und wir sehen uns eh bald wieder. Tschüss, macht's gut. Borussia Dortmund trauert um Dieter Kurrat, liebevoll nur Hoppi genannt. 612 Mal trug der gebürtige Dortmunder das schwarz-gelbe Jersey. Er gewann 1963 die deutsche Meisterschaft, erzielte im Finale gegen Köln sogar das wichtige 1:0.
1965 holte er den DFB-Pokal und 1966 war Kurat einer der Helden von Glasgow beim Gewinn des Europapokals der Pokalsieger. Wer aber verstehen will, wie groß die Liebe von Hoppy zu seinem BVB war, der muss sich die Ereignisse vom 10. Oktober 1964 in Erinnerung rufen. An jenem Samstag heiratet er um 11 Uhr seine geliebte Marga, steht aber nur 4 Stunden später auf dem Rasen der Roten Erde und spielt gegen den 1. FC Kaiserslautern. Auch dank solcher Geschichten ist Hoppy zu einem der beliebtesten Borussen aller Zeiten geworden. Als Spieler hat sich der 1,62 Meter kleine Dauerläufer in den Waden seiner Gegenspieler festgebissen. Als Mensch mit seiner grenzenlosen Güte und seinem liebenswürdigen Witz auf ewig in unseren Herzen. Dieter Hoppy Kurat verstarb am Freitag nach langer Krankheit im Alter von 75 Jahren.